Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, ich habe ein bisschen gelevelt, 25 Minuten lange, und habe von ungefähr hier bis hier gelevelt. Ging ungefähr 20 Minuten, 5 Minuten war ich noch ein bisschen am Schauen, was so los ist. Und ja, man kommt wieder deutlich schneller vorwärts, weil eben, wie gesagt, im letzten Part kam ja davor ein Patch, irgendwie so Ende August. Und jetzt geht es natürlich schneller dadurch, dass die EP, die man braucht für ein Level oder bis auf Level 60, verkürzt wurden. So, wir schauen mal, ob hier jemand jetzt einen Janarit einfallen will. Das ist ja bei den Syrten jetzt. Okay, sie sind schon da gewesen. Ja. Dann habe ich Sebast. Holen wir halt die EP oder gehen dann einfach mit. Komm schon. Und die Warzone-Punkte. Ja, dann werde ich jetzt jeden Tag ein bisschen mehr leveln. Habe ich auch mehr Motivation. Und wir sind dann mindestens 53. Im nächsten Part vielleicht können wir dann Level 53 erreichen. Und so weiter. So, was gibt's wieder? Keine Anzeige. Es gibt keine Anzeige. Schauen wir mal hier kurz, was die Warmaster verkaufen. Okay, alles viel zu teuer. Ja. Schade. Gehen wir mit. Was hast du mich vermisst? Oh ja, total. Merk schon. So, was habe ich gefunden? Einen Helm. Aber der ist wahrscheinlich schwächer. 200 plus 5 plus 9. Doch ein bisschen besser, aber braucht ein Level höher. Okay. So. Wollt ihr nicht Effe? Komm, gehen Effen. Effe, Efferias. Kommt keiner mehr. Bisschen erspähen. Ja, die wollen jetzt einfach warten. Wahrscheinlich ist Effe jetzt zu stark. Ding. Oder sie wollen jetzt verteidigen noch. Warten. Ja, Effe. Auch schon gecheckt. Kommt alle. Ja, also. Ich gehe mit Adriano mit. Kigan ist noch hier. Kigan der Erste, oder was? Yay, wir gehen los. Das ist auch ein... Nein, das ist ein Barbar. Das ist ein Beschwörer, das ist ein Schütze. Und der andere ist auch ein Barbar. Und irgendwo war ja noch ein Ritter. Der war wahrscheinlich ein bisschen vor. Aber der hat zwei Schwerter, ist ein Barbar. Okay. Oder ist er hinten geblieben? So, jetzt sind wir in der Party drin. Yay, ich bin der Niedrigste. So. Also, jetzt gehen wir über die Sumpfbrücke. Richtung Efferias, Efferias. Auf direktem Wege. Keinen Umweg machen. Einfach übers Gelände. Über Berg und Tal. Kommt ihr? Bisschen langsam, geht oben durch. Ja, die nehmen einen anderen Weg als Adriano.
da schauen wir mal. Ja, ist ein Barbar. Sieht man jetzt auch. Die kleine Axt, die war von vorne ein bisschen versteckt vom Rücken. So. Also, was treffen wir dort? Ein paar Sirten. Viele Sirten. Wenig Sirten. Keine Ahnung. Aber hoffentlich gewinnen wir. Weil die Sirten sind schon immer zahlenmäßig überlegen. Na? Die Reise ist lang. So. Da ist der Ritter. Ja, wir gehen auf vom Pferd. Jetzt gehen wir wieder aufs Pferd. Also ich bin auf jeden Fall nicht der Vorderste mit meinem kleinen Level. Ah, noch ein 56er Ritter. Alle haben Pferde und ich ein Panther. Ich fühle mich so klein. Oh. Aber die Pferde machen so scheiß Lärm. Die galoppieren zu laut. Ich bin eher so der Tarn-Baba, der leise also hinreitet, der nicht so mit lautem Galopp Richtung Kampfplatz reiten muss, sondern sanft auf leisen Pfoten Richtung Epherias tappelt. Als letzter. Als Angsthase. So. Ja. Wir gucken jetzt ein bisschen hier den Leuten am AFK sein, am Warten zu. Und reden halt ein bisschen. Vielleicht warten sie jetzt noch auf andere. Der Jano hat schon gefragt, kommt noch wer Sumpfbrück? Und keine Antwort. Ja, im Ignis-Chat ist nicht so viel los, also man bekommt sehr selten nur eine Antwort über. Und wenn dann, ja, weil gerade Motivation herrscht. Aber manchmal herrscht wirklich schlechte Motivation. Depressivitätsstimmung. Also, aha, wechselst du die Kleidung? Neigt rot. Ah, da kommt noch einer, der Don Sazza. Der ist auch bekommt. Und? Wir sind zu wenig, stimmt's? Komm, gehen die doch irgendwo anders hin. Hm. Wir brauchen auf jeden Fall den Edelstein, den roten, zurück. Wahrscheinlich ist das unser Plan. Aber natürlich sind die Sirten überlegen. Die werden wahrscheinlich uns dann abfangen. Go, go, go. Go, go, go. Go. So. Los geht's. Der Versuch, Epherias Kessel einzunehmen, wurde gestartet. Hm, noch eine dazu gekommen. Alles Level 16. Ich fühle mich so schlecht. Immer wenn ich das sehe. Die sind schon alles Level 60. Die sind einfach Suchtis. Und ich komme nicht vorwärts wegen dem Let's Play. Weil ich so viel am Let's Playen bin, am Sport machen bin. Ich habe einfach diesen Drang nach Sucht, nach wirklich unbedingtem Leveln wollen nicht. Dann bin ich so extrem langsam, dass es schon fast langweilig ist bei mir. Ja, leider. Und ein bisschen laggy. Mhm. Okay, der kommt nur schlecht voran. Die gehen oben durch, wir gehen unten durch. Ha! Alternative Route wird berechnet.
Auch meine blöde rechte Maustaste, hört ihr das? Nein, hört ihr du wahrscheinlich nicht, aber sie hängt. Also ich gehe schon lange von der rechten Maustaste weg, die bleibt unten und plötzlich spickt sie nach oben. Also hat wirklich eine richtige Verzögerung und das mag ich manchmal nicht. Wenn ich dann plötzlich die Kamera noch in den Händen, also ja, die rechte Maustaste noch gedrückt ist und die Kamera noch herumläuft, herum bewegt sich. Und ja, das kann in einem Kampf schnell zu einem Frustmoment kommen werden. So, liebe Leute, Elite, Krieger der Gol'tar als Pet. So, Wächter angreifen. Immer zuerst die Zweihandwächte. Und er ist auch tot. Gut. Weil die nerven dann nur. Und bis der Große weg ist, sind die Kleinen schon lang. Ja, dann machen sie extra Schaden, weil die schneller gehen. Dadurch sollte man die Unzähen als erstes angreifen. Dann sind sie schnell weg. Machen dann also nicht den extra Schaden noch. So. Kommt ihr? Die töten sie. Jetzt werde ich sicher dann angegriffen, müsst ihr schauen. Ich werde auch mal kommen hier. Mal schauen, ob hier irgendwo ein Jäger ist, der mich dann angreift. Aber ich habe gelernt, ich kann Level 60er Jäger eigentlich relativ gut besiegen, sogar. Weil Jäger halt einfach eines der schwächsten hat, solange er nicht abhauen kann. Aber wenn er abhauen kann, dann kann es sein, da ist einer. Lola hat sich runterfallen lassen. So, buffen wir. Ist er noch entwischt oder was? Wo ist er denn? Okay, ist nicht mehr gefolgt. Ah, der Syrte ist mit Suizidentendenzen. Ah, er hat sich umgebracht. Gut. Er wollte wahrscheinlich mich einfach abfangen, hat dann gesehen, dass die anderen noch im Weg sind. Und jetzt ist gut. Das Beste ist einfach, die Barbaren sind manchmal so richtig passiv, dass sie mich nicht angreifen. Aber bei den Schützen und bei den Jägern, die greifen mich dann sofort ab. An und ja, schlag mich vom Pferd. Das ist gut. So. Hier kann man runterfallen, aber ich will da nicht nochmals regenerieren müssen. So, haben wir irgendwas bekommen? Sirdis bricht Eroberung ab. Nein, wir bekommen einfach mal nichts. Oh, ich muss wieder ins Spiel reinfinden. Weswegen genau man keine Belohnung bekommt. Aber wahrscheinlich, weil wir es schon vorher irgendwie erobert haben und der Bonus gar noch nicht aktiviert wurde oder so. Keine Ahnung. Keine Anzeige, nichts. Also es ist völlig unsinnig, hier das zu erobern. Wenn wir nichts bekommen. So eine Frechheit. Ich bin immer hier runter, wenn ich mal ein bisschen teleportieren will. Aber es ist noch nicht nötig.
Selbstmord ist so taktisch. Nein, das will ich anhaben. Ja. Jetzt sollte es eigentlich weitergehen. Das Kino geht weiter, komm schon. Leute, greift Herbrettfahrt an. Los. Schneller. Da schläft einer, der da unten saß. Da schläft da oben. Da unten. Was ist das eigentlich? Steine oder was ist es? Ah, die Dinger, die Spritze da. Okay. So. Die Süden wollen es nicht zurückerobern, weil sie wahrscheinlich genau wissen, dass wir so viele sind. Aber da kommen sie dann plötzlich mit noch mehr, weil sie ja überlegen sind. Naja. Ich finde es ein bisschen langweilig mit der Schwarten. Da ist Regnum auch nicht so mein Lieblingsspiel. Wenn alles flott gehen würde, wenn wirklich alle top motiviert wären, immer wieder weitergehen, alle zusammenbleiben und so, dann würde natürlich meine Motivation auch merklich steigen. Aber wenn sich die Spiele eigentlich komplett gegenseitig zu einem mega demotivierten Pack zusammenknudeln, dann ja, kann man nebenbei noch schlafen und aufs Klo gehen und essen. Und dann geht's erst weiter. Aber leider ist es relativ langsam. Es liegt halt auch am Kampfsystem. Es liegt am wenig motivierten Gameplay. Es liegt an vielem. Dass die Spiele einfach nicht vorwärts machen, weil sie eigentlich gegenseitig in den Tod warten. Ah. Aber naja. Hab Aufspüren noch nicht auf Max sind 4 bis jetzt. Okay. Der spürt jetzt auf, scheinbar. Ah, der ist sehr einfach, wahrscheinlich so ungefähr um die Level 40. Oder noch weniger. Vielleicht sollten wir uns den Jäger auch weitermachen. Oder ich könnte mal in den Item Shop wieder investieren. Ja, finde ich eigentlich eine gute Idee. Dann, oh, es gibt einen neuen Begleiter. Mokka, was macht er? 5 Angriffsgeschwindigkeit für 10% Schutz. Nein, ist schwach. Also ist nicht für mein, nicht geeignet. Ich brauche Angriffsgeschwindigkeit. Also dann Booster. Möchte ich gerne zuerst den Verbrauch. Ist das hier? Nein, Verbesserung. Extra Charakter kaufen für 9,60 €. Dann Rolle des Großmeisters. Nein, das ist zu teuer. Viel zu teuer. Rolle des Meisters. Nein, von Anfang an. Ich level das von Anfang an. Den Charakter. Und also zuerst jetzt mal extra Charakter. Da. Das kaufe ich mir. Dann kaufe ich mir ein Reittier. Und zwar Reittier sind oben. Möchte ich gern für den Schützen, den ich dann mache. Und den Hexer. Für Schütze und Hexer. Preliator für den Schützen und für den Hexe muss ich dann schauen. Vielleicht ein Flammenross. Und was wollte ich noch machen? Was soll ich noch kaufen? Für den Schützen passt irgendwie kein Set, kein Ding. Ja, vielleicht Ninja. Ja, aber es ist ein bisschen Ding. Ja, die zwei werde ich jetzt mal kaufen. Viel zu viele. Ich kann doch die nicht unterstützen. Tschüss. Ich wusste, dass die angreifen, deshalb will ich gar nicht mal denen mithelfen. Ich kann sowieso nicht kämpfen. Ich bin ein paar Sekunden down. Und deshalb gehe ich da runter. Mach Selbstmord, damit die überhaupt keine Königreichspunkte bekommen. Also, dann ist unser Plan eigentlich, einen neuen Charakter zu machen.
sobald ich das im Inventar im Shop gekauft habe, extra Charaktere. Und dann zeige ich eigentlich, wie ich den Schützen levele. So. Und den Jäger zeige ich dann auch manchmal. Aber der Jäger benutze ich dann einfach nur zum ein bisschen erkunden und vielleicht ein bisschen zu Items suchen oder so für den Schützen. Aber hauptsächlich zeige ich den Schützen und den Hexer und den Barbar level ich im Offs, also nicht Aufnahme. In der, also ich zeige es nicht in einer Aufnahme. Bis ich dann wieder, bis ich dann Level, ja, sagen wir 56 bin oder so, dann zeige ich wieder den Baba. Aber einfach, damit es nicht so langweilig bleibt. Weil, was kann ich groß machen? Ich könnte ein Fort alleine einnehmen mit Level 60 Super Equipment und alles Mögliche. Aber mit Level 52 bin ich angewiesen, bei einem solchen passiven, ja, Trupp mitzumachen. Es ist wirklich eigentlich völlig unsinnig gewesen, dort zu warten. Es zu verteidigen. Wenn es ja nichts gibt, es gibt ja nichts. Oder ich habe keine Ding gehabt. Mitteilung, sonst ist ja hier oben oder hier drüben oder wo das war, eben eine Mitteilung, wie lange noch geht, bis man etwas bekommt. Also kann man schon ins nächste fortgehen. Und das sowieso nichts bringt. Wir sind zu wenig, habt ihr gesehen? Viel mehr Syrten, die hätten mich in ein paar Sekunden down gemacht. Mega schwach, 43. Deshalb habe ich nicht mal mitgekämpft, weil es bringt nichts. Ich kann nichts reißen, ich werde sofort getötet. Ja. Meisterstab des Feuers, 42. Was bekomme ich für scheiß Items ein? Jetzt bekomme ich mal wieder Items und plötzlich geht gar nichts. Kackbrücke. Diese Kackbrücke geht mal gar nicht. Ja, also, im nächsten Part kommt der Schütze dran. Von Anfang an wieder einfach mal neu beginnen, aber recht schnell hochleveln. Und dann eigentlich, ja, wieder den Barbar, wenn ich dann soweit bin. Weil ich werde jeden Tag jetzt wieder halbe Stunde oder eine Stunde lang leveln. Dann wird der Barbar auch besser. Und dann, wenn er gut ist, der Barbar, zeige ich es natürlich wieder, den Barbar. Aber sonst bringt es eigentlich nicht so viel, jetzt einen Barbar weiterzumachen, wenn ich gar nicht sein kann, weil alle so passiv sind. Ich mag passive Spiele nicht gerne, wo man nur zuschauen kann. In Regnum kann ich jetzt momentan mit diesem Level noch nicht so viel machen. Vor allem mit dieser Charakterklasse nicht. Da muss ich nah an die Gegner, die mich dann sofort töten und so. Das wäre besser, wenn ich dann den Schützen nehme und recht früh dann schon ein bisschen mitkämpfe. Mit einem ganz langen Bogen. Also der richtig große Reichweite hat. Dann fühle ich mich sicherer. Dann kann mich Level 52 eigentlich schon recht gut mithelfen, wenn ich denn auch genug Schaden mache. Sonst hat, ja, bringt es jetzt auch nichts noch. Aber auf Schützen habe ich wirklich Bock. Weil der Schütze einfach ein bisschen sicherer ist als der Baba. Hoffe ich ja auf jeden Fall. Also wer jetzt das weiß, wie es dem Schützen geht, im relativ früh mitmachen in der Warzone, dann dürft ihr das gerne mal mit dem Baba vergleichen, mir erzählen, was der Unterschied, also ob es besser geht mit dem, aber wir sind halt immer im Unterzahl und da ist wahrscheinlich Schütze schon viel besser in Unterzahl zu kämpfen, um zu zeigen, die Kämpfe. Versteht ihr? Ich will ja in meinem Let's Play die Kämpfe zeigen. Und wenn ich mit dem Barbar immer sofort sterben muss, kann ich es ja nicht zeigen, also schwarz-weiß und hinter einem Fenster versteckt. Deshalb, ja, lieber Schützen mal. Ich weiß nicht, wie ich ihn nennen soll. Ich weiß nicht, ob ich ihn nennen kann. Drago Basel oder so. Weil ich habe noch einen Charakter auf einem anderen Account. Naja. Und dieser Account ist so lange inaktiv. Seit Season 3 war es.
Ja, das war der Season 3-Account. Aber dann habe ich sowieso mit einem anderen PC damals noch gespielt, andere IP-Adresse. Da kann man mich nicht jagen. Sie sollen mich nur bannen. Dann mache ich halt nochmals einen neuen Account. So. Also dann halt einen kürzeren Part heute. Und die nächsten Parts dann wieder länger, 30 Minuten. Jo, ich sage Dankeschön fürs Schauen, ja. Und bis zum nächsten Part mit dem Schützen. Tschüss, Sikowski, Leute. Bye.